Sag gleich, fang jetzt zum Pressen an wieder. So, auf das Hört, weiter geht's. Hat er gescheißen, was ist da? Muss ich jetzt? Dann müssen wir. Passt super. Ich habe viel zu tun. Gut, kannst du dir gleich das Feld nehmen. Hast du Spaß jetzt auf einen Häcksler dann? Ja, ich glaub, denk schon, ja. Denken? Ja, ruhig. Dann kann ich da gleich einen Kunden sagen, der nicht mehr mieten wird. Oh, ich kann kaufen. Aber kann man nicht sagen, direkt verkaufen. Was denn? Ein WLAN scheinen, oder? Hast du schon eine Produktion? Er gibt Gas, der Junge. Aber ich gesagt, ich gehe die Mädel gleich. Ja, schon mit einem. Dachte halt nicht mit sofort, weißt du. Hast du die Bäckerei gekauft da, oder? Hast du die. Die da ist, habe ich genommen. Aber hier kann man anscheinend nicht automatisch verteilen, zack.
oder am falschen Feld. Also Bäckerei habe ich jetzt noch nicht gekauft, aber zum Beispiel Mehl. Dann ist logisch, dass du den Weizen auch hast und das Hafer auch. Ja. Aber wie gesagt, außer du brauchst was für... Weil du jetzt Stil. Kohle brauchst, weil du jetzt Kohle brauchst, dann... Stil. So. Felder mal geerntet. Ich finde es dumm, dass die Bäckerei nicht anzeigt wird, dass die einen quasi gehört auf der Karte. Oder Optionen wurden ja noch nie angezeigt, ob sie können oder nicht. Ah, okay. Weil du hast ja das Produktionsfeld. Mehr hast du ja nicht. Ja, aber weißt du, dass das farblich markiert ist, dass zum Beispiel die Bäckerei jetzt quasi in deinem Besitz ist? Alter, ich hasse das. Was denn? Welches Auto du einfach auch? Ich will was einfahren. Sag nicht, der hängt bei dem Busch da, Alter. So oder nicht? Nasenwachstum ist geil. Solchen. Ah, ich darf die. Was stößt man hin? Den Dresch da am Park. Oh, erst nächstes Jahr wieder. Bisschen nicht.
Weil ich weiß halt nicht, wann ich die zusammengesperrt habe, weil ich brauche ja dann die andere Ballenpresse auch noch. Was nur denn? damit du Bescheid weißt. Über? Naja, wegen der Maschine, die du dann auch mieten müsst. Ach so, ja gut, da war eh nicht. Na, ich sag's mal. So, schauen wir bergauf. Feldweg, ja. Ein Fahrzeug übersehen. Habe ich mitgenommen. Okay. Das ist schön. Schneller. Ja, land in die falsche Richtung. Ehrlich habe ich mir gedacht, bei diesem Pizza kann man immer maximal mit LKWs reinfahren. Naja, Traktoren würde sich theoretisch auch ausgehen. Kommt doch an, wie schnell. Naja, aber 50, das gibt schon mal. Was ist die 55 fahren eine ganz große. Und vielleicht gibt es auch eine 30er-Zone, weiß ich gar nicht. Aber ja, sonst LKW, Auto. Aber die fahren das ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber... Passt, dann werden wir pressen. Presse am Aussehen. Grüß euch. Servus. Hast du hier noch ein erntereifes Feld auch da? Hab ich jetzt was hin? Irgendwo dazu kaufen? 92. Bei meinem Grasfeld dort in der Gegend. Das ist schon erntereif jetzt? Was? Wie ich es gekauft habe, was mich andere. Okay, na dann, Drescher angespannt. Wolltest du nur sagen, weil ich meine, dass du bist fertig. Brauchst du das auch hier so? Muss ich jetzt dann schauen. Wow! Okay. Mit Traktor scheint die Kurven gelegt.
Habe ich immer hier einen Traktor zu viel genommen. Aber ich bin für später. Na gut, weil nachdem ich eh immer nur einen fahren kann und einen Helfer habe, sind das zwei. Stimmt, und wenn es drei ist, ist ja noch zu gut. Ich habe vier. Okay. Also ich kann Weizen, Gerste, Hafer, Sorghum, Hirse. Passt. Also wenn du es willst. Jo. Also auch eins wieder. Wenn du es nichts brauchst. Ah, deswegen wusstest du das. Was denn? Dass hier noch neben dem Baumfeld ist. So, ja, nehmen wir ein Grasfeld. Ich bin gerade vorbeigekommen, ich merke, ich habe einen Hof und prakte zu wenig. Warum? Der eine steht beim Drescher, der Oldtimer. Beim zweiten mache ich die Ballen und den dritten müsste ich jetzt ansehen, eigentlich. Mir das geht überhaupt nicht. Ich glaube, das fehlt halt kein Name. Keinen Namen. Das hat keine Nummer. Aber für was brauchst du eine Nummer? Dass es erkennt. Er erkennt ja nicht das Feld, er erkennt. Wir hatten ja auch keine Nummern bei unserem. Aber er kennt ja auch das Feld und nicht die Nummer. Unsere alten Karten hatten wir auch keine Nummern, gab es ja keine Felder. Aber er kennt das ja nicht. Kennt das nicht? Nein. Gut, das heißt, das muss ich dann selber anziehen. Normal bin ich echt von Kasper überzeugt in diesen LS. Der Hof hat wirklich keine Nummer. Ja, das hat ja mal mit der Nummer nichts zu tun. Wie gesagt, bei unserer alten Karte hat es auch keine Nummer gegeben. Oder ich bin zu dumm dafür, aber ich stelle mich drauf und. Ich benutze dein Grasfeld da mal kurz. Ablageplatz. Jupp. Solange du das Gras nicht kaputt machst. Ja, gut, das kann man ja Gott sagen nicht. Gut. Dann machen wir das später. Beziehungsweise haben wir dann gleich eine Fläche. Zum Anbauen. Oder zum irgendwas hinstellen. So. Mitten im Weg stehen seine Geräte, was? Ich bin wenigstens so nett und frag. Schon mitten am Weg? Wortwörtlich! Achso, du meinst die Grasdinger. Ja, das stimmt, die habe ich im Weg gestellt. Aber gut, dann haben wir noch was zum Ernten.